Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Vampire. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Peiniger mehr oder weniger, oder unserem Gegner, der uns das angetan hat, der uns zu einem Vampir gemacht hat. Und ja, wir müssen jetzt hier so einer Blutspur folgen. Ich muss jetzt erstmal wieder kurz reinkommen. Folge der Blutspur. Die Frage war, okay, da könnte man sich nach vorne teleportieren. Mehr oder weniger. Aber wie konnte man nochmal die Blutlinie aktivieren? Ich schaue jetzt nochmal kurz in den Einstellungen nach. Sorry Leute, aber es ist jetzt schon ein Weilchen her, wo ich zuletzt gespielt habe. So, Fähigkeit 1. Okay, das müsste V sein. Genau, V tut man ihn in so eine Art Vampirmodus versetzen. Dann kann er Spuren folgen, wo man so nicht sieht. Sehr praktisch auf jeden Fall. Und Ratten und Unterschlüpfe. Ratten finden sich häufig in der Nähe von Unterschlüpfen. Deine Sinne V helfen dir, sie leichter zu finden. Okay, zum Beispiel eine Ratte verspeisen. Die haben ja schließlich auch ein bisschen Blut. So, hier ist die Blutspur. Die folgt jetzt eigentlich. Frage ist, ob sie hier lang. Wir können mal hier lang laufen. Gut, hier sieht man die Blutspur jetzt auch. Aber. Oh. Fresh blood. The whole building reeks of it. Krass. The scent is so strong, it makes me dizzy. Okay, ich vermute mal, dass wir hier herlangen müssen. Oh, hier ist sogar noch eine Leiche. Eieiei. Der wurde ganz schön aufgespießt. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier erstmal die andere Richtung lang. Und schauen mal, da sind nämlich auch noch Gegner, wo wir theoretisch aussaugen könnten. So, kommt her, ihr Scheißviecher. Der wieder Geld verloren. Also bei solchen Leuten mache ich mir jetzt kein, habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, die auszusaugen oder zu töten, aber im Laufe der Geschichte werden wir natürlich noch Entscheidungen treffen, wo es nicht so einfach ist, zu entscheiden, töten wir den Gegner jetzt oder lassen wir ihn am Leben, vielleicht brauchen wir ihn noch. Okay, da vorne ist auch noch mal einer. Okay, der ist jetzt schnell gestorben. Okay, jetzt sind wir wieder hier angelangt. Ich würde aber sagen, wir gucken uns hier drinnen noch mal um. Hier waren ja doch noch mal einige Leichen. Okay, den können wir gar nicht untersuchen, aber wir können ja noch mal die Treppe hoch. Beziehungsweise wir könnten eigentlich auch teleportieren. Und schauen wir uns hier nochmal kurz um. Aha.
Ciao. Okay. Hier gibt es ja aber ansonsten gar nichts mehr. Wie es aussieht. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal kurz um. Okay, hier ist jetzt das, wo wir lang müssen. Alles klar, dann gehen wir hier auch lang. Ist nur kurz die Gegner mal ausradiert. Und ansonsten bin ich mal gespannt, wo der andere Vampir ist. Wir sind hier immer noch auf der Jagd nach einem Vampir. Abgenutzte Sense. Okay. Geht's nicht weiter? Aber hier müsste es weitergehen. This place reeks of bloodshed. Das scheint er ja zu sein da vorne. This creature is bedeviled. I must put it down. Oh oh. Das scheint ein stärkerer Gegner zu sein. Scheint aber auch ein Vampir oder irgendwas zu sein. Aber das scheint die Vampire nicht so viel auszumachen, wenn man die beißen. Ah! Arschkopf. Das ist auf jeden Fall ein stärkerer Gegner. Wer war das jetzt? Tom Watts. Stufe 3, Gesundheit. Qualität des Blutes 2500. Sabrina Kawenski. Okay. Tom Watts. Ja, wir mussten ihn töten. Er hat uns angegriffen. Gibt's noch irgendwas zum Heilen? Ich glaube, wir haben jetzt aktuell gar nichts. Schmiermittel, Drohnen, Flasche mit Alkohol. Nee. Okay, dann schauen wir uns hier mal kurz um. Das sind natürlich auch noch mehr Gegner. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Oh. Remember, certain Skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Oh ja. Also auch ein Vampir. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place.
William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Bertha, go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okay, wir sind auf jeden Fall widerstandsfähiger. This poor creature can't be my maker. Could it least? Okay, Blutprobe. Schauen wir mal kurz. Some subspecies of vampire. I must find a place to analyze the blood. Wie kann man denn hier eigentlich seine Gesundheit aufladen? Das ist die Frage. Da gibt es auch nochmal Schillinge. Wir wollen ja hier schließlich nichts vergessen. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Ansonsten von oben sind wir ja gekommen. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Okay, hoch kommt man ja sowieso nicht mehr. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Boot. Was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. Ob der jetzt endgültig tot ist? Ich glaub's ja nicht. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that... Skull, you must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Sind wir schon da oder warum geht's nicht weiter? Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician.
I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Na gut, auf zum Krankenhaus. Mal schauen, was uns dort so erwartet. Wahrscheinlich nichts Schönes. Pembroke Hospital. Ja, sieht aus sehr renovierungsbedürftig aus. Also es ist nicht mehr das neueste Krankenhaus vermutlich. Aber egal. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Cool, gleich mal neue Kleidung bekommen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Auf zum Krankenhaus. Analysiere Williams Bischofs Blut im Krankenhaus. Okay, hier geht's nicht weiter. Und hier schon gesunder Bezirk, das ist ja schon mal nicht schlecht. Oh. Oh, du Arschloch. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Was sollen wir machen, Leute? Sollen wir ihn töten, ihn verbluten lassen oder ihm helfen? Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Ja, wir haben halt gesehen, wie er diesen Typ abgestochen hat. Jetzt weiß ich nicht, ob er sich nur verteidigt hat oder ob er ihn wirklich umbringen wollte. Qualität des Blutes. Die Blutqualität deutet an, wie viel EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität, desto mehr EP erhältst du. Okay, 500 EP. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Band ziehen, um sie so an deine Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bandstufe muss genauso hoch wie
Kann hoch wie oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Drücke Q, um Clay in deinen Band zu sehen. Folge der roten Spur, um dein Opfer in die Schatten zu bringen. Ich würde sagen, wir tun ihn jetzt mal aussaugen. Wir müssen ja auch im Endeffekt unsere Energie wieder aufladen. Verlockung des Blutes. Drücke linke Maustaste und wähle, ob du Clay Cog entweder aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, wird er dir eine große Menge EP gewähren. Jedoch hat das Konsequenzen. Seid dir dessen bewusst. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Ich würde sagen, wir saugen ihn einfach aus. Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Okay, wir sind wieder vollgeladen. Aber kann halt wirklich sein, dass es jetzt negative Konsequenzen für uns hat. Man weiß es nicht. Okay, es sind überall noch Verletzte und... kranke Menschen. Gut, die möchte ich jetzt nicht aufsaugen. Guten Abend, Nurse. Ich bin Dr. Jonathan Reed, der neue Surgeon hier at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Wie ist die Lage hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. I'm not one to make waste, Doctor. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Bürgerhinweise. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm in Zusammenhang steht. Okay. Hm.
Details des Bürgers. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Gwyneth Brennagin. Okay. Ja, aber ich habe nicht vor, die Leute da zu töten, ganz ehrlich. Das ist der, von dem sie gut geredet hat. Der hat natürlich... Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Okay. Dann... Wir leben in London. Okay, dann hören wir jetzt erstmal auf. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge. Wir können auch mal mit ihr noch reden. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Frag mal sie doch mal ein bisschen was. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Okay, wo ist mein Raum? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Okay. Thank you. Dann, ja Leute, würde ich sagen, beende ich diese Folge und würde mich wie immer freuen über ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt doch gerne mal was in die Kommentare, ob ihr selber dieses Game zockt, das würde mich mal interessieren. Und dann gehen wir in der nächsten Folge ins Hospital, in das Krankenhaus und schauen mal, wie es da, was da so vor sich geht. Das gibt es wahrscheinlich noch einige Patienten, wo unsere Hilfe brauchen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.